Dieses Tutorial zeigt dir ein Lag Tornado. Das ist eine sehr witzige Kombination von Raps und Releases, die Gerhard Blümel erfunden hat. Bevor du beginnst, wiederhole am besten noch einmal den EB Sideswing. Dann beginne wie beim EB Sideswing, anstatt das Seil jedoch rechts vom Körper zu schwingen, drehst du dich nach rechts und stoppst das Seil mit deinem ausgestreckten Arm. Das gelingt viel besser, wenn du dich dabei auch 90 Grad nach rechts drehst, weil du dann den Arm besser unter das Seil führen kannst. Übe zuerst nur dieses Fangen am Oberarm. Sehr wichtig, das Seil muss wirklich am Oberarm hängen, nicht nur am Oberschenkel. Wenn du nun beim Stoppen des Seiles auch dein rechtes Bein streckst, wickelt sich die Seilschlaufe um dein Bein und schwingt hinter dem Bein hoch. Führe deine rechte Hand durch diese Schlaufe. An dieser Stelle ist dein Gleichgewicht etwas gefordert. Die Wickler um die Beine kannst du nun Schritt für Schritt üben. Lasse zunächst den Griff in der linken Hand aus, das ist der Arm hinter deinem Rücken. Achte darauf, dass das Seil vorher auf Spannung ist, damit es auch um das Bein rotiert. Den Impuls gibst du mit dem Oberarm und dann mit dem Bein. Das Seil rotiert dann um das rechte Bein. Du fängst es dann mit der linken Hand, allerdings nicht am Griff, sondern am Seil. Das lose Seilende lässt du weiter rotieren. Anfangs kannst du das Seil ohne weiteres mehrmals rotieren lassen, bevor du dein linkes Bein ausstreckst und sich das Seil dort aufwickelt. Fange das Seil wieder am Seil und nicht am Griff. Auch hier kannst du das lose Seilende anfangs wieder einige Male rotieren lassen, bis du dein anderes Bein ausstreckst. Das Seil wickelt sich wieder um das Bein und du fängst es nun mit der Hand. Aufgelöst wird, indem zuerst einmal der linke Arm über den Kopf nach hinten geführt wird. Das Finale ist dann eine Rechtsdrehung, mit der du die Wicklung auflöst, um dann rückwärts weiterzuspringen. Dein linker Arm muss das Seil dabei ein weiteres Mal über den Kopf nach hinten führen. Mit etwas Übung kannst du dann die Anzahl der Rotationen reduzieren, sodass das Seil nur mehr jeweils einmal rotiert, bevor du es wieder fängst. Mit der entsprechenden Übung wird der Lag Tornado dann auch noch flüssig. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.